Dass 3D-Drucktechnologie immer mehr Branchen im Sturm erobert, ist nun kein Geheimnis mehr. Genauso ist es in der Raumfahrt auch. Schon im Laufe der vergangenen Dekade hat man in der Raumfahrt vermehrt 3D-Drucker eingesetzt, um zum Beispiel Injektorplatten herzustellen, die mit traditionellen Verfahren nicht so leicht zu fertigen wären. Auch unsere Freunde bei der NASA, SpaceX, Blue Origin und Co. nutzen diese Technologie zu ihrem Vorteil. Aber nur für einzelne Teile. Relativity Space geht einen Schritt weiter und möchte ihre Raketen mit nichts anderem als mit 3D-Druckern herstellen. Das ist verrückt. Obwohl sie noch nicht einen einzigen Flug zu verbuchen haben, haben sie mit 4,2 Milliarden US-Dollar die zweithöchste Marktbewertung eines US-Launchers nach SpaceX mit 125 Milliarden und noch vor Rocket Lab mit etwa 2 Milliarden US-Dollar. Ihre Terran 1 Rakete mit einer Nutzlastkapazität von 1250 Kilogramm und einem günstigen Startpreis von 12 Millionen US-Dollar soll noch dieses Jahr in Betrieb gehen und Geld in die Kassen spülen. In 2 Jahren machen sie es wie Rocket Lab und SpaceX auch. Sie bringen die Terran R, eine größere Rakete, auf den Markt, die sich im Segment der Falcon 9, Vulcan Centaur, Ariane 6 ansiedelt, aber im Gegensatz zu denen vollständig wiederverwendbar ist. Keine Kompromisse. Wir schauen uns heute die spannenden Technologien an, die Relativity entwickelt hat und was das für die Zukunft bedeutet. Nicht nur für die Raumfahrt, sondern für viele andere Branchen auch. Ihr CEO Tim Ellis redet davon, dass ihre Terran 1 Rakete für unter 10 Millionen US-Dollar starten kann. Wenn sie das wirklich schaffen, dann vierteln sie somit den Preis, den SpaceX über die vergangenen Jahre halbiert hat. Relativity hat in den letzten Jahren seine Hausaufgaben gemacht und steht nun kurz davor, Ende Oktober 2022 ihren Jungfernflug durchzuführen. Deswegen schauen wir uns dieses coole, junge Unternehmen heute genauer an. Und jetzt gleich Mars Chroniken abonnieren, das Video liken und los geht's. Hallo und herzlich willkommen bei Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für dich. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Bevor wir einsteigen, muss ich dir noch unbedingt die Geschichte von Relativity CEO Tim Ellis erzählen. Er hat nämlich 5 Jahre lang als bezahlter Praktikant bei Blue Origin gearbeitet. Dort hatte er schon die Idee, öfter 3D-Drucker zu verwenden, um die zahlreichen Vorteile zu genießen, die diese Technologie bietet. Aber die Idee, dass man mehr als nur einige wenige Einzelteile mit 3D-Druckern herstellen könnte, traf bei Blue Origin auf taube Ohren. Selbst als Tim Jeff Bezos selbst davon überzeugte, wollte und konnte sich Blue Origin nicht mit dieser Idee anfreunden. Also verließ Tim Blue Origin mit zarten 25 Jahren im Jahr 2015 und gründete mit dem damals 24-jährigen SpaceX und Blue Origin Abgänger Jordan Noon noch im selben Jahr Relativity Space mit dem Ziel, ein Raketenunternehmen zu gründen, welches ihre Systeme vollständig mit 3D-Druckern herstellt. Noch bevor sie gegründet hatten, schrieb Tim eine E-Mail an den Investor und Milliardär Mark Cuban. Er hatte nicht einmal seine E-Mail-Adresse, sondern hat einfach 2 Dutzend E-Mail-Adressen geraten und die richtige war anscheinend dabei. Denn Cuban antwortete in wenigen Minuten und sicherte noch in dieser Stunde eine 500.000 US-Dollar zu, denn die beiden Jungs hatten damals nicht nur kein Geld, sondern auch noch einen voll Schulden, weil Tim es gewagt hatte, ohne Stipendium studieren zu gehen. In dem einen Moment hast du 100.000 US-Dollar Studienschulden und im nächsten Moment will dir Mark Cuban 500.000 Dollar überweisen, obwohl du kein Konto hast, wo er es hinüberweisen könnte. In wenigen Monaten bastelten Tim und Jordan ein Proof of Concept. Damals waren die Ergebnisse noch nicht so schön, wie sie heute sind, denn damit die Soft- und Hardware gerade Tankwände druckt, hat es viel Entwicklungsarbeit gebraucht. Genauer gesagt Entwicklungsarbeit im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar. Mark Cubans Investition hat dann schnell auch andere Investoren wie BlackRock angelockt, die inzwischen bei jeder Finanzierungsrunde dabei sind. Wenn man bedenkt, dass Rocket Lab nun seit mehreren Jahren erfolgreich startet und erst eine Marktkapitalisierung von 2 Milliarden US-Dollar erreicht hat, dann ist es beachtlich, dass Relativity mit ihrer letzten Finanzierungsrunde, wo sie über 650 Millionen eingesammelt haben, nun mit 4,2 Milliarden US-Dollar bewertet ist. Beide Unternehmen haben unglaubliche Sprünge in der 3D-Drucktechnologie gemacht. Aber der Markt scheint Relativitys Ansatz mehr als doppelt so wertvoll zu finden. Große Strukturen wie die Tanks werden quasi in einem Guss mit einem Drucker hergestellt.
Das Filament dafür ist eine in-house entwickelte Aluminiumlegierung in Form eines dünnen Drahtes auf einer Rolle. Alle Rohstoffe für die gesamte Struktur kommen von dieser einen Spule. Dabei verbraucht der Druckkopf 25 cm Filament pro Sekunde. 3D-Drucker senken die Kosten, da man mit einem einzigen Gerät ein Bauteil herstellen kann. Also man muss nicht zuerst hunderte Werkzeuge qualifizieren, bevor du ein neues System baust. Softwarebasierte Herstellungsmethoden sind besonders praktisch für Entwicklungsarbeit, da man das gewünschte Produkt in einer Software designt und auf Knopfdruck drucken kann. Das erlaubt einen schnellen Iterationszyklus und somit schnellen Fortschritt. Ich sage das alles so selbstverständlich, aber das ist alles nicht so einfach. Durch das schnelle Aufheizen und Abkühlen der Metalle im Herstellungsprozess verbiegt sich die Endstruktur. Deswegen druckt der Drucker, der übrigens Stargate heißt, keine geraden, sondern gewellte Tankwände, die sich nach Fertigstellung erst in ihre endgültige Form biegen. Alles, was dafür notwendig ist, also alle intelligenten und unintelligenten Systeme auf der Hard- und Software-Seite, mussten sie erst entwickeln. Die Idee ist, dass es sich in der Raumfahrt wegen der geringen Stückzahlen der Raketen oft nicht auszahlt zu automatisieren. Aber 3D-Drucker umgehen das ein wenig und automatisieren, was schwer zu automatisieren geht. Das ist meiner Meinung nach mit ein Grund dafür, dass der Markt ihre Technologie so viel höher bewertet als Rocket Labs. Denn selbst wenn Relativity keinen Erfolg mit Raketen haben sollte, so wird sie ihre Technologie weit bringen. Ich sehe schon, wie die Automobil- und Luftfahrtindustrie diese Technologie schnell adaptieren werden. Das ist auch aus strategischer Sicht eine echt kluge Entscheidung, dass sie auf 3D-Drucker setzen, denn sie wollen Teil der Mond- und Marserkundung und Besiedelung werden. Und wenn du dein Equipment und dein Schiff mit einem Drucker reparieren kannst und deine Drucker auch noch für andere Sachen verwenden kannst, dann bist du schon einmal gut dabei. Also diese Technologie ist so viel mehr, als sie zu sein scheint. Sie haben schon im letzten Jahr von 200 auf 700 Angestellte skaliert und auf ihrer Website sind Dutzende weiterer Positionen ausgeschrieben. Inzwischen haben sie 5 Standorte über die gesamte USA verteilt. Bevor wir ihre Infrastruktur beleuchten, solltest du noch vorher ihre Terran 1 Rakete kennenlernen. Sie hätte schon 2021 starten sollen, aber wie das so ist, gab es Verspätungen und wir rechnen mit dem Jungfernflug, der den Namen Good Luck Have Fun, also viel Glück, viel Spaß trägt, noch im Oktober 2022. Die Terran 1 ist ganz offensichtlich eine Übergangslösung, bis die Terran R online geht. Aber dazu später mehr. Beide Stufen der Terran 1 für den ersten Flug haben bereits ihre Triebwerke im Stennis Space Center getestet, befinden sich nun in Cape Canaveral und werden auf den Testflug vorbereitet. Hier ein Blick auf die neuen Aeon-Triebwerke der ersten Stufe beim Hotfire in Stennis. Und hier feuert das Vacuum Aeon der Oberstufe. Echt beeindruckend. In Stennis haben sie die Testanlagen E4A und E4B, die mit dauerhaften Crews besetzt sind und die ständig Triebwerke auf einer Gesamtfläche von über 20 Hektar testen. Wie viele verschiedene Druckerarten bei Relativity zum Einsatz kommen, kann ich nicht genau sagen, aber es ist ganz klar, dass sie für die Tanks ein anderes Verfahren anwenden als für die Triebwerke. Hier trägt ein Roboter eine hauchdünne Schicht Filament in Form eines Pulvers auf der Oberfläche auf und 4 Laser verdichten das Material. Bei den Space Shuttle, also auch bei den SLS-Triebwerken, müssen ganz kleine Kanäle für die Kühlung des Triebwerks in tausenden Arbeitsstunden mühsam mit der Hand gelegt und geschweißt werden. Mit 3D-Druck kann man diese Kanäle ganz einfach in das Design der Wände einbauen. So schaffen sie pro 3D-Drucker ein Triebwerk im Monat. In mehreren Videos sagen sie aber, dass zwischen der Rohstofflieferung und dem Flug der Rakete 60 Tage vergehen. Also gehe ich davon aus, dass sie unzählige solcher Drucker herumstehen haben. Sie haben sich in einem weiteren strategischen Aspekt auch echt vernünftig aufgestellt. Sie haben schon in der ersten Generation ihrer Aeon-Triebwerke für die Terran 1 auf Methan und Sauerstoff gesetzt und sammeln so schon wertvolle Erfahrungen für die Entwicklung der nächsten Generation. Denn auch die Terran R wird mit ihren 7 Aeon R-Triebwerken Metalox verbrennen. Bleiben wir aber noch ganz kurz bei Terran 1. Angeblich ist es die Rakete, die bisher den größten Vorverkauf erzielt hat, bevor sie überhaupt geflogen ist. Das heißt, sie hat mehr als die beinahe 40
50 Aufträge der Ariane 6. Kann ich mir echt gut vorstellen, wenn man in Betracht zieht, was für Kaliber unter den Investoren sind. Auch etwas, worauf die Investoren bestanden haben, war wahrscheinlich, dass sie mehrere Standorte über die USA verteilen. Einerseits können sie dadurch bereits existierende Anlagen übernehmen und aufwerten und neue Arbeitsplätze in die Regionen bringen. Andererseits bekommen sie dadurch einen breiteren Zugang zu Fördergeldern, Ressourcen und Expertise verschiedener Regionen. Ich glaube, dass das Engineering Büro in Seattle, Washington ein Gründungsrelikt ist und dass es mit dem restlichen Engineering zusammengelegt wird. Aber wir reden hier von Hochskalieren. In Vandenberg am Pad B330 und auf dem angrenzenden Land dürfen sie Anlagen und Pads für beide Raketen entwickeln. Ich konnte keine genaueren Infos dazu finden, wie weit dieses Projekt fortgeschritten ist. Momentan wird der Fokus wahrscheinlich eher auf dem Jungfernflug liegen, der vom Launchkomplex 16 am Cape aus starten wird. Nach dem Flug werden wir wissen, wohin sie ihre Anstrengungen kanalisieren werden. Wenn alles glatt läuft, dann werden sie versuchen, einen regulären Betrieb mit der Terran 1 aufzunehmen, während sie die Entwicklung der Terran R beschleunigen. Wenn nicht, könnte sich Terran R vielleicht verzögern. Am Cape haben sie jedenfalls schon eine betriebsbereite und getestete Infrastruktur. In Long Beach, Kalifornien haben sie 2021 ein neues Hauptquartier in einer alten Boeing-Fabrik mit über 130.000 Quadratmeter eröffnet. Dafür haben sie die Anlagen modernisiert und ihre Büros und 3D-Drucker hineingestellt. Und um der Regierung und den anderen Kollegen nahe zu sein, haben sie noch ein Büro für Geschäftsentwicklung und Regierungsgeschäfte in Washington DC. Auch nicht blöd. Aber werfen wir jetzt einen Blick auf die Terran R. Mit 66 Metern Höhe und 20 Tonnen Nutzlast ins Leo wird sie direkte Konkurrenz für SpaceX's Falcon 9 werden, wenn sie bis dahin überhaupt noch in Betrieb ist. Denn ich glaube, dass SpaceX den Falcon 9 Betrieb so schnell wie möglich zugunsten ihres Starship-Programms einstellen möchte. Viel eher wird sie der Ariane 6 und der Vulcan Centaur Konkurrenz machen. Dabei werden beide Stufen vollständig wiederverwendet, genau wie es Elon auch immer predigt. Was ich hier herausgehört habe, ist, dass die Terran 1 schon großteils, aber noch nicht vollständig 3D gedruckt ist. Die Terran R wird zu 100% aus 3D-Druckern kommen. Echt steile Ansage hier. Im Prinzip ein Mini-Starship. Halb so groß, was die Höhe angeht, aber nur etwa ein Fünftel bis ein Sechstel von Starships Nutzlastkapazität. Das kann sich aber alles ändern, denn wir wissen ja, was schnelle Iteration bewirken kann. Und bei Relativity frühstücken sie jeden Tag schnelle Iteration. Und für diese Raketen haben sie laut eigenen Angaben auch schon 5 zahlende Kunden, darunter auch die britische OneWeb, die mit der Terran R ab 2025 die zweite Generation ihrer Internetsatelliten befördern möchte. Insgesamt hätten sie damit Missionen mit einem Gesamtvolumen von 1,2 Milliarden US-Dollar in den Auftragsbüchern stehen. Vermutlich die allercoolste Mission ist die Kooperation mit Impulse Space, wo sie gemeinsam einen Lander samt Cruise Stage entwickeln und zum Mars schicken. Und das bis 2024. Das sind unglaubliche Terminvorstellungen. Ich möchte fast schon von Elon Time reden. Aber mal sehen, so ein Marslander ist zu jeder Zeit aufregend und spannend. Was hältst du von Relativity Space? Haben sie eine Chance? Sind sie über- oder unterbewertet oder genau richtig? Schreib mir deine Gedanken in die Kommentare. Und wenn du gerne Marschroniken schaust und mich unterstützen möchtest, dann freue und bedanke ich mich herzlich. Alle Infos dazu in der Videobeschreibung unten. Danke fürs Einschalten. Per Aspera, ad Astra.